So, liebe Leute, heute machen wir nochmal einen anderen Input zum Thema Vergebung. Es ist zwar, eigentlich die falsche Person, um über das zu predigen, weil da bin ich relativ schwach in dem, also nicht relativ, eigentlich sehr schwach. Darum habe ich eigentlich nicht wirklich Autorität zu dem Thema zu predigen, aber ich möchte es gleich festhalten, weil mir Gott jetzt viel offenbart hat. Am Sonntag in der Gemeinde war eine ganz tolle Predigt und auch Gott hat ganz viel geredet zu mir wegen Vergebung. Ich habe eigentlich ziemlich heftige Verletzung erlebt am Samstag, bin ich jetzt schon ein paar Mal so an dem Punkt verletzt worden. Und habe dann echt zu Gott geschaut und gesagt, wie habe ich für das ab? Oder was soll das? Wieso passiert mir das jetzt schon zum dritten Mal? Und bin ich so mit den Leuten umgegangen? Bin ich mit dir, Gott, so umgegangen? Was soll das? Wir haben immer gehört, wie Gott sagt, es tut mir leid. Und habe ich wirklich auch Gott angeschaut, also, bin ich falsch? Oder was ist los? Oder bin ich ein Arschloch? Oder wie? Oder? Und dass man mich wie einen Hund behandelt. Und habe Gott angeschaut und habe dann wie auch eine Antwort bekommen, wo Gott gesagt hat, du hast viele Leute in ein geistliches Gefängnis gesetzt und darum hat der Teufel ein Anrecht, dich so zu plagen. Weil du eben auch viele Leute, das jetzt nicht in dem Sinne so geplagt hast, direkt, ich hilf ja vielen Leuten, aber einfach mit Unvergebung, oder? Habe ich viele in ein Gefängnis gestellt. Und wenn ich dann, wenn jemand dann mir nicht vergibt und ich dem das nicht vergebe, dann kommt gerade ein Kübel Gericht, oder? Und das hat mir Gott so gesagt. Er gesagt, du hast so vielen Leuten Mühe mit Vergehen und wenn dann einer dir Mühe hat zu vergeben und du das nicht vergibst, dann kommt der ganze Kübel, wo du den Leuten nicht vergehst, wird über dir ausgeleert und dann kommt einfach ein Gericht, oder? Wenn du das nicht vergibst, was du so verbockt hast, dass du vielen nicht hast können vergeben und dann einer dir mal nicht vergeben kann, wenn du in das da hässig bist, dann rebelt's, oder hat mir Gott gesagt. Und dann habe ich weiss ja eigentlich das schon lange, gell? Das wissen wir alle, dass man selten vergeben. Das ist eigentlich nichts Neues. Und ich habe dann viel über dem umstudiert und habe gedacht, wieso ist denn das Vergehen so schwierig? Und was Gott mir eben auch offenbart hat, ist, was etwas sehr Wichtiges ist, was unsere Lippen und unsere Zunge für eine Macht und haben und wie wichtig das unsere Lippen und unsere Worte sind. Unsere Worte sind extrem wichtig, wir unterschätzen das viel zu fest. Also, es geht im Leben von einem Christ sehr viel um Worte. Um unsere Worte geht es sehr fest. Und das hat mir Gott im letzten Jahr extrem gelehrt, wie wichtig unsere Worte sind. Und ich meine, man kann das auch auf die Spitze treiben. Natürlich geht es nicht nur um die Worte und es gibt ja auch geistliche Bewegungen, die nur noch das betonen. Irgendwie eben, wenn du 1'000 Franken willst, dann musst du einfach sagen, so, ich habe die 1'000 Franken, danke lieber Gott, und am nächsten Tag sind die 1'000 Franken im Briefkasten. Natürlich, um das geht es natürlich nicht. Das meine ich nicht damit, dass unsere Worte wichtig sind. Eben, man kann die Lehre auch völlig übertreiben, natürlich. Also man muss natürlich schon auch am Boden bleiben. Und doch, Worte sind wichtig, das ist auch biblisch. Also der Petrus sagt, unsere Zunge ist wie ein Steuerrad, das ein riesiges Schiff richtig bestimmt. Und ich habe das auch erlebt mit meiner Psychose. Ich bin jetzt in Nicaragua schon massiv an Medikamenten abbauen. Ich habe noch ganz ein bisschen Medikamente. Im August, also vor einem Jahr, noch 5 Milligramm KZ-Präg. Jetzt habe ich noch die Hälfte vom kleinsten Tablettchen von einem 2,5. Also noch 1,25 Milligramm habe ich. Also noch ein Viertel von diesen 5 innerhalb von einem Jahr. Und ich habe immer ein Viertel reduziert. Nein, ich habe, weiss nicht, am Anfang ein Viertel von den 5er Tablettchen reduziert und dann ein Viertel vom 2,5er Tablettchen und bin jetzt also viermal ein Viertel reduziert, also innerhalb von einem Jahr. Ich weiß nicht, alle 2 Monate das Viertel reduziert, ich weiß nicht genau. Ja, oder habe ich das Viertel von einem 2,5 reduziert, ich weiß es nicht genau, wie ich reduziert habe. Auf jeden Fall, in der Schweiz habe ich etwa ein Drittel so schnell können reduzieren. Ohne Probleme. Und ich habe dann einfach auch gelernt, solange wie ich
mit meinen Lippen, ja weisst, ich habe Psychose, ja weisst, ich habe Psychose. Solange das mein Bekenntnis ist, werde ich ewig Psychose haben. Das hat Gott mir erklärt. Es gibt einen Bibelvers, wo es heisst, wo Jesus sagt, wenn ihr etwas bittet im Gebet, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Also das ist ganz, ganz eine interessante und ganz, ganz eine essentiell wichtige Aussage von Jesus zum Thema Glauben. Es ist ganz eine wahnsinnig verrückt wichtige Aussage, die Jesus da macht, wie das Glauben funktioniert. Also wir haben immer das Gefühl, ja Glauben, ich glaube, Jesus, ich glaube, hilf mir im Unglauben, ich glaube, dass du mir jetzt heilst, oder? Wir haben das Gefühl, Glauben ist das, Glauben funktioniert so, einfach sich ganz fest zusammenreißen und glauben, oder? Also, in meiner Psychosezeit hat das zum Beispiel konkret so ausgesehen, dass vielleicht irgendwie Ostern war oder Halloween oder Weihnachten und ich Oberkrise geschoben habe, voller Angst war, Panik hatte, oder? Nicht auch schlafen, voller Sorgen war. Und dann habe ich ganz fest geglaubt, dass die Engel da sind und mich beschützen. Und dann ist wirklich, sind die Ängste ein bisschen weggegangen. Ich habe mich ganz fest zusammengerissen, dass die Engel jetzt da sind. Und ich habe ganz fest geglaubt und wirklich, die Engel sind dann ein bisschen da gewesen. Und die Panik ist ein bisschen weggegangen. Und dann ist der Teufel gekommen und hat gesagt, ja, du kannst den Glauben nicht aufrechterhalten. Das kannst du einen Weg nicht. Und ich, aha. Und der Glaube wusch und ist wieder weg gewesen. Und die ganzen Dämonen sind wieder anmarschiert und ich bin wieder in der gleichen Panik zurückgehockt, oder? Und was sagt denn da Jesus? Glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird euch werden, oder? Also ich habe ja schon geglaubt, dass die Engel da sind. Aber was ich eben nicht gewusst habe, und das ist ganz wichtig, und die Lehre ist in Europa extrem schwach. Und das ist aber ganz eine wichtige Lehre, weil Glauben ist etwas essentiell Wichtiges im Leben als Christ. Du musst wissen, wie funktioniert Glauben. Wenn du ins verheißene Land willst, musst du wissen, wie Glauben funktioniert. Sonst kommst du nie ins verheißene Land, sonst bist du ewig in der Wüste. Du bist so lange in der Wüste, bis du verstanden hast, wie Glauben funktioniert. Weil wenn du verstanden hast, wie Glauben funktioniert, bist du der, der über die Umstände herrscht. Dann können die Umstände kübeln und machen und du, das interessiert dich nicht. Weil du weißt, wie Glauben funktioniert. Und dann herrschst du mit deinem Glauben und mit deinen Worten über die Umstände. Und nicht mehr die Umstände über dich. Und dann bist du im verheißenen Land. Wenn du anfängst, über die Umstände herrschen, wenn du anfängst, den Umstand diktieren, wo es durchgeht, dann bist du im verheißenen Land. Und vorher bist du in der Wüste, wo die Umstände mit dir machen können, was ihnen passt, oder? Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, wie Glauben funktioniert. Also schauen wir die Stelle nochmal an von Jesus. Wenn ihr betet, so glaubt, dass ihr empfangen habt, so wird es euch werden. Also, empfangen habt, oder? Das ist Vergangenheit und der Glaube bezieht sich immer auf Gegenwart und Vergangenheit. Das heisst, ich habe das, was ich glaube. Immer jetzt habe ich das. Weil auf die Zukunft kann sich der Glaube gar nicht beziehen. Der Glaube ist etwas Glauben, wo man nicht sichtbar ist. Man glaubt, es ist so, obwohl es nicht sichtbar ist. Jetzt ist es so. Und etwas, was sich auf die Zukunft richtet, ist nicht Glauben, sondern das ist Hoffnung. Und Hoffnung erzeugt nicht Sachen, sondern der Glaube erzeugt Sachen. Und Hoffnung ist nur eine Vorbereitung vom Glauben. Aber der Glaube ist der, der die Sachen in Existenz bringt, nicht die Hoffnung. Die Hoffnung bringt die Sachen nur ganz schwach in Existenz. Erst wenn ich Glauben habe, kommen die Sachen wirklich in Existenz. Erst dann besitze ich die Sachen, oder? Und mit der Hoffnung besitze ich die Sachen noch nicht, oder? Und jetzt ist wichtig zu wissen, wie der Glaube funktioniert. Der Glaube wird niemals funktionieren ohne dein Bekenntnis. Zum Glauben zu haben, ist dein Bekenntnis ganz, ganz, ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Du kannst den Glauben nur aufrechterhalten, zusammen mit deinem Bekenntnis. Nur so kannst du den Glauben aufrechterhalten, zusammen mit deinem Bekenntnis. Nur so, nicht anders. Du kannst nicht dir zusammenreissen und Glauben produzieren, das geht nicht. Aber mit deinem Bekenntnis produzierst du Glauben. Nur durch deine Worte kannst du Glauben erzeugen. Nicht anders, weil dein Herz hört, was du sagst und glaubt, was du sagst. Und also wenn du etwas bekennst, gehört das dein Herz und glaubt das nachher. Und dann ist es so, oder? Also,
Nehmen wir nochmal das Beispiel mit meiner Psychose. Ich habe dann letztes Jahr im August habe ich gesagt, jetzt ist fertig. Es kommt nicht mehr über meine Lippen, dass ich Psychose habe oder krank bin. Das kommt nicht mehr über meine Lippen. Von jetzt an bin ich gesund. Fertig. Ich sage nur noch, ich bin gesund, ich bin nicht mehr krank. Jesus hat mich geheilt. Das ist von heute an mein Bekenntnis, obwohl ich noch Tabletten habe, obwohl ich noch die Probleme alles noch da ist, aber es kommt nicht mehr über meine Lippen. Ich bekenne das nicht mehr, dass ich Psychose habe, sozusagen. Von jetzt an sage ich, ich bin gesund, das ist Vergangenheit, dass ich Psychose hatte. Ich sage, ich habe Psychose gehabt und ich bin jetzt gesund, obwohl ich die Medis immer noch habe. Und das habe ich habe zuerst mein Bekenntnis geändert. Obwohl ich nach wie vor alles genau gleich, die Situation ist der Hartopf genau gleich gewesen, aber ich habe mein Bekenntnis geändert. Und mit dem hat sich alles geändert. Durch das, dass ich mein Bekenntnis geändert habe, hat sich alles verändert. Es ist viel einfacher geworden, Medis reduzieren, weil mit meinem Bekenntnis ist Kraft gekommen. Die Kraft, die mich gesund gemacht hat, mit meinem Bekenntnis ist die Kraft gekommen. Mit dem Bekenntnis, ich bin nicht mehr krank, ich bin gesund. Und das ist so wichtig, oder? Und was eben auch wichtig ist, es ist wichtig, nur ein Bekenntnis hat auch nicht viel Kraft. Sondern es ist wichtig, dass dein Bekenntnis Wort Gottes ist. Also nicht einfach, ich bin gesund. Wenn du sagst, einfach, ich bin gesund, dann kommt der Teufel und sagt, ja, du bist doch nicht gesund, schau doch mal, du hast doch noch Medis und bla bla bla. Und dann ist wichtig, dass du weißt, was sagt das Wort Gottes zu meinem Problem. Und was sagt das Wort Gottes zum Thema, ich bin gesund? Das Wort Gottes sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt, Jesaja 53. Das Wort Gottes sagt, unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und wenn dann die Dämonen kommen und sagen, hey, du bist doch nicht gesund, dann bekennst du das Wort Gottes, durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich bin geheilt durch seine Wunden, sagt das Wort Gottes. Also bin ich es, weil das Wort Gottes das sagt. Und dann hast du einen Glauben wie einen Fels. Der Glaube kann der Teufel lang dagegen anstoßen, wenn das Wort Gottes ist und der Teufel vorbeikommt und dir will Zweifel sein und jedes Mal das Wort Gottes aus deinen Lippen kommt, aus deinem Mund kommt, der Teufel verweist, der geht auf. Und dann hast du gewonnen. Wenn du sagst, was, du willst mir einreden, ich bin krank, durch seine Wunden sind wir geheilt, kannst du gerade wieder gehen. Ich bin geheilt durch seine Wunden. Das ist mein Bekenntnis. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann kommt es noch aus dem Wort Gottes. Und dann proklamierst du das Wort Gottes. Und proklamierst du das Wort Gottes. Und proklamierst du das Wort Gottes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und das Bekenntnis ist wie ein Hammer, wo der Fels von deiner Krankheit zerschmeißt und zerschmeißt und zerschmeißt und die Krankheit wird schwächer und schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und so wirst du gesund, oder? Und dann musst du auch nicht Stress machen und sofort gerade ratzfatz Medis absetzen. Das musst du gar nicht. Weil du hast mit dem Wort Gottes eine Waffe, wo der Fels früher oder später einen Weg wird zerschmeißen. Dann musst du keinen Stress mehr machen und Panik haben. Ich muss ums Verrecken Medis abbauen, sonst werde ich niemals gesund, weil du weißt, ich werde gesund. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir Umstände nicht einfach annehmen, sondern unser Bekenntnis dagegen haben, gegen die Umstände. Und das Gleiche gilt zum Thema Vergebung. Also da geht es ja jetzt die Sachen, die ich zum Thema Glauben erwähnt habe, das hat viel zu tun mit Sagen und Fluch. Also du kannst mit deinen eigenen Worten einen Fluch auf dich legen, ich habe Psychose. Das ist ein Fluch, wo du auf dich selber legst, mit deinen eigenen Worten. Du kannst aber auch ein Sagen auf dich legen, ich bin geheilt durch Jesu Wunde, mit deinen eigenen Worten. Kannst du ein Sagen auf dich legen, ich bin geheilt durch Jesu Wunde. Und der Sagen wird wirksam, genauso wie der Fluch wirksam wird, wenn du 20 Jahre lang verzapfst, dass du eine Psychose hast. Oder dass du 20 Jahre lang verzapfst, ja, ich bin Alkoholiker. Ja, dann bleibst du die nächsten 30 Jahre auch noch Alkoholiker, wenn du das ewig verzapfst. Wenn du nicht willst, Alkoholiker sein, musst du dein Bekenntnis ändern. Ich bin Alkoholiker gewesen, jetzt bin ich es nicht mehr. Ich suf ab und zu noch, aber ich bin nicht mehr Alkoholiker. Oder? Und das ist ein Riesenunterschied, was du über dich selber aussprichst. Und jetzt kommen wir zurück zur Vergebung. Oder wenn du sagst, ich vergebe dem, oder? Und dann nachher denkst du, ja, wie kann ich dem vergeben? Ich habe so ein Scheissgefühl dieser Person gegenüber. Wie soll ich dieser Person vergeben, oder? Und dann sagst du, Jesus, hilf mir, ich will vergeben, aber ich kann nicht. Und so habe ich es jahrzehntelang gemacht. Ich habe so eine Mühe gehabt, den Leuten zu vergeben, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, probierst es halt mal nicht beten für diese Person, oder? Und dann, es hat dann auch geholfen, habe ich angefangen zu beten für die Person als Technik zum Vergehen, oder?
Und dann, wenn ich einmal dann für die Leute betet, habe ich zuerst mal den Kübel gelehrt bei Jesus. Dann habe ich gesagt, Jesus, aber der hat doch und der hat doch und schau doch mal wie der und schau doch mal und das ist doch einen und schau doch mal, oder? Habe zuerst mal den Kübel gelehrt. Und oft ist es dann so gewesen, dass man dann Jesus ein anderes Verständnis über die Person gegeben hat. Dass man den Heiligen Geist irgendwie gezeigt hat, ja, aber schau, der hat so eine Kindheit gehabt, so und so. Und darum ist der, hat die und die Charakterschwächen, weil schau mal den sein Vater da, der hat zu wenig Liebe bekommen in der Kindheit und darum behandelt er die so. Und dann habe ich das dann können annehmen und dachte, aha, ah, darum ist der so heftig, aha, und das kannst du ja gar nicht beurteilen. Eben jetzt, warum, dass jetzt der so gemein war mit dir, der hat vielleicht auch irgendeine Verletzung gehabt, oder was, oder irgendjemand ist gemein mit ihm, in der Vergangenheit hat er genau das Gleiche erlebt, und jetzt lädt er das an dir ab, und das hat mir dann oft geholfen zum Vergehen, oder? Und was mir jetzt Gott die letzten zwei Tage gezeigt hat, ist genau gleich, wenn ich ein Segen auf mich selber legen kann, oder auch einen Fluch, ist es bei der Vergebung, kannst du auf andere Leute Flüche legen oder Segen. Und das ist etwas extrem, extrem, extrem Wichtiges. Und ich habe das im Altersheim extrem erlebt. Ich habe eine Chefin gehabt, sie war eine Liebe gewesen, aber sie war extrem autoritär gewesen und sie hat sehr schnell die Leute eingeschüchtert. Das war ihr Führungsstil gewesen, die Leute einschüchtern, damit nichts an sie herkommt. Und weil sie das so lange gemacht hat, hat sie müssen die Leute einschüchtern, weil das war wie ein Kartenhaus, ihr Führungsstil. Oder? Sobald sie aufgehört hätte, die Leute einschüchtern, hätten alle angefangen, sie in Frage zu stellen und zu sagen, hey Carola, darf ich jetzt keine Namen nennen? Das hätte man nicht machen, vielleicht streiche ich jetzt den Namen aus dieser Predigt. Dann hätten alle angefangen, die Chefin in Frage zu stellen, oder? Den Namen müssen wir noch streichen, den streiche ich aus dem Video raus. Also, auf jeden Fall hat alle die Chefin in Frage stellen, oder? Und darum hat sie müssen auf dem Weg von dem Führungsstil weiterfahren. Und ich habe sehr gelitten unter dem Führungsstil. Und weil ich natürlich wollte, dass wir keine Konflikte haben, habe ich sie jeden Morgen gesegnet. Bevor ich arbeite, habe ich gesagt, Jesus, gib ihr einen guten Tag, damit sie nicht gemein ist mit mir und so und so und so. Und dann wir haben die regelmäßig so ungefähr um die 10 Uhr haben wir regelmäßig Lampen gehabt. Also 2 Jahre lang, jeden Tag um 10 Uhr hat es das Donnerwetter gegeben. Aber ich musste dort arbeiten, ich musste aufs Maul hocken, ich bin dann immer in der Pause heulen zu Jesus, habe gesagt, Jesus. Und was ganz interessant ist, in dieser Pause habe ich dann Jesus mein Herz ausgeschüttet und habe gekifelt und geschumpfen über die Frau, oder? Also, wenn man es analysiert, ich habe Flüche auf die Frau gelegt. Durch das, dass ich mein Herz ausgeleert habe und gekifelt und geschumpfen über die Frau, habe ich die Frau mit Flüchen belegt. Ich habe am Morgen habe ich sie gesegnet, aber gesegnet, ich habe nicht verstanden, was Segnen heisst. Ich habe gesagt, gib ihr einen guten Tag, das ist Fürbitte, aber nicht Segnen. Segnen heisst positiv über eine Person reden, das ist Segnen. Und ihr etwas Schönes wünschen, das ist nicht Segnen, sondern das ist Fürbitte. Und Segnen heisst, etwas Positives über eine Person aussprechen oder in eine Person einsprechen. Das ist Segnen und das habe ich dann zumal nicht verstanden. Und ich bin dann immer in der Pause, sie gehen verfluchen, auf Deutsch gesagt. Ich habe zwar bei Jesus gejummelt, aber ich habe so negativ über sie geredet. Und das hätte niemals können funktionieren und so habe ich ihr auch nie können vergeben. Weil ich sie immer mit Flüchen belegt habe. Ich habe ihre Wellen vergeben, aber ich habe nicht gewusst, wie es geht. Ich habe sie jedes Mal mit Flüchen belegt. Und das ist das, was Jesus mir in den letzten 2 Tagen gezeigt hat. Wenn du jemandem willst vergeben, musst du die Person segnen. Solange wie du negativ über die Person redest, wirst du der niemals können vergeben. Und das ist ganz interessant gewesen. Es hat dann nach 2 oder 3 Jahren hat es mal so ein heftiges Donnerwetter gegeben von dieser Frau. Da bin ich ins Gebet auch in der Pause gesagt, also Jesus, also jetzt, also ehrlich, also was soll das? Hey, jetzt habe ich 3 Jahre die Frau jeden Morgen gesegnet, wobei das gar nicht gestimmt hat. Ich habe sie ja nicht gesegnet, ich habe nur für sie. 3 Jahre habe ich die Frau gesegnet. Und jeden Tag schießt sie mir zusammen. Ich sagte, Jesus, ich habe alles probiert. Hey, und du machst einfach nichts. Du änderst keinen Millimeter, Jesus. Was soll das? Ich bete 3 Jahre für die Frau und du änderst die Frau nicht einen Millimeter.
Dann habe ich gesagt, aber Jesus, okay, etwas habe ich noch nie gemacht in diesen 3 Jahren. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe noch kein einziges Mal Danke gesagt für die Chefin. Noch nicht ein einziges Mal. Dann habe ich gesagt, also gut, Jesus, du hast gewonnen. Dann sagen wir heute mal Danke für die Chefin, oder? Hey. Dann habe ich zu dem Jesus gesagt, also Jesus, danke vielmals für so eine Chefin. Und dann dachte ich, für was könnte man danken, wo so viel Geduld hat mit mir, wo mir jeden Tag immer wieder vergibt, oder? Wo so lieb ist mit mir, ich habe gefühlt, das ist das Blaue vom Himmel runtergelogen, die ist doch nicht lieb mit mir, aber dann sagen wir halt mal Danke, oder? Wo so lieb ist mit mir, wo mir immer so viel Verständnis hat von mir, auch das habe ich das Gefühl, das Blaue vom Himmel runtergelogen, aber ich habe es einfach ausgesprochen, habe gesagt, danke, dass sie so viel Verständnis hat von mir, oder? Und es ist ganz interessant, ich habe positive Sachen über diese Frau ausgesprochen, auch wenn ich das Gefühl hatte, sie ist das Blaue vom Himmel runtergelogen. Und das ist Segnen, liebe Leute. Da, genau das ist jemand Segnen. Du hast das Gefühl, es ist das Blaue vom Himmel runtergelogen. Die Frau ist doch nicht so. Die hat doch kein Verständnis für mich. Die liebt mich doch nicht. Die vergibt mir doch nicht immer. Die ist immer gemein zu mir. Aber du sprichst aus, danke, dass sie so lieb ist mit mir, dass sie so eine Liebe ist. Danke, dass sie mir immer wieder vergibt. Danke, dass sie eine Engelsgeduld hat mit mir, was auch gestummen hat. Aber einfach gewisse Sachen, das Gefühl, das ist das Blaue vom Himmel runtergelogen. Und dann habe ich das mal gemacht. Ich sage euch, liebe Leute, an dem Tag, das ist der erste Tag, die Frau kommt zu mir und sagt, hey Simon, ich muss dir etwas sagen. Und ich, ja, was willst du sagen? Sag, das und das, so wie du das und das machst, das macht mir Mühe. Hier bitte. Das und das und das, was du machst, das macht mir Mühe. Was ist denn mit dieser Frau los? Wieso sagt ihr mir das und das und das, was du mit mir, wie du das machst, das macht mir nicht. Die hat noch nie so geredet mit mir, noch nie, in 3 Jahren nie. Hey, und dann habe ich gesagt, ja, aber hey, aber Chefin, das und das und das, so wie du mit mir umgehst, das macht mir auch nie. Hey, und die hat zugelassen. Und wir haben das erste Mal in 3 Jahren können miteinander diskutieren, was uns aneinander Mühe macht. Auf eine sachliche, nüchterne Ebene, ohne irgendwie autoritär und du musst jetzt schweigen. Wir haben das erste Mal in diesen 3 Jahren können zusammen vernünftig diskutieren, hey, geh doch bitte anders mit mir um. Und sie hat angefangen gesagt, das macht mir Mühe, bitte geh anders mit mir um. Und wir haben das erste Mal in 3 Jahren können so zusammen reden. Und ich habe dann nicht gross weiter über das studiert, ich habe dann seit dem Tag immer angefangen, danken für sie. Und wir haben es dann auch recht gut gehabt zusammen. Seit dem Tag, wo ich angefangen habe, danken für die Chefin, haben wir es eigentlich mehr oder weniger gut gehabt. Und wenn sie hat immer noch ab und zu mich verletzt, aber es hat eigentlich nicht mehr so weh gemacht. Ich habe immer danken für sie und wir sind eigentlich gute Freunde geworden. Obwohl sie mich oft auch verletzt hat, aber wir sind gute Freunde gewesen. Durch das, dass ich immer danken gesagt habe für sie. Und ich habe aber nicht viel mehr über das nachstudiert. Ich habe einfach gedacht, ja, du musst einfach danken sagen, oder? Und jetzt eigentlich die letzten 2 Tage hat Gott mir ganz viel gelehrt und gesagt, nein, du hast die Frau auf was segnen. Ich habe immer gemeint, ich täte sie segnen, indem ich Fürbitte mache für sie. Aber segnen ist etwas anderes. Segnen heisst positiv über, durch deine eigenen Worte etwas Positives in eine Person einsprechen oder über die Person aussprechen und damit erzeugen mit deinen Worten über diese Person. Das ist Segnen. Über eine Person positiv reden und mit dem wird die Person gesegnet und verwandelt sich in das, was du über diese Person aussprichst. Ich meine, das weiss, jeder Familienvater weiss, wie wichtig das ist, was er über sein Kind ausspricht. Du kannst ein Kind verfluchen und du kannst etwas in ein Kind einsprechen und das Kind wird so etwas Positives. Du kannst dem Kind sagen, du kannst alles. Und das Kind wird so eine Mut haben, das Kind wird alles können. Du kannst aber einem Kind sagen, das kannst du nicht. Und das Kind wird das nicht können. Unsere Worte haben so eine Macht. Und wenn die Worte noch aus dem Wort Gottes kommen, haben sie noch mehr Macht. Und das ist das, was Gott mir gelehrt hat zum Thema Vergebung. Oder was denn oft auch passiert, wenn jemand dir nicht vergibt, dann fällt er auf ein Fluchen über dich, oder? Also wir haben jetzt ein konkretes Beispiel, ich habe ja da einen Dienst und wir helfen ja Alkoholikern und Obdachlosen. Und dann haben zwei Lampen gehabt, ein Leiter von meinem Team und ein Alkoholiker haben Lampen gehabt. Und dann hat der Leiter gesagt, ja komm, das ist sowieso nur ein Säufer.
Und es ist ganz interessant, was passiert ist. Der Alkoholiker, der hat angefangen ausschreien, der ist ein Heuchler, der ist ein Heuchler. Die beiden haben sich angefangen verfluchen gegenseitig. Der Leiter hat angefangen fluchen, also nein, hat es nur einmal gesagt. Er hat gesagt, der ist ein Säufer, das ist ein Fluch auf jemanden gelegt. Wenn du sagst, der ist ein Säufer, legt man einen Fluch auf die Person. Und der Alkoholiker hat umgekehrt den Fluch auf den Leiter gelegt. Er hat gesagt, das ist ein Heuchler. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bei dem Leiter, das ist Heuchelei, oder? Und der andere ist nie vom Alkohol frei geworden. Gut, ich habe nicht so viel gebetet, aber er hat es auch nicht geschafft. Und die zwei haben sich gegenseitig in ein Gefängnis gesteckt. Und der Gott hat mir gesagt, oder? Und ich habe immer so Mühe gehabt mit Vergehen. Aber warum? Weil ich nie angefangen habe, die Leute positiv über sie reden, weil ich nie angefangen habe, die Leute zu sagen. Und das ist ganz ein wichtiger Schlüssel beim Vergehen. Vergehen ist nicht schwierig. Aber du musst wissen, wie es funktioniert. Du musst anfangen, positiv über die Leute reden. Und das heisst Vergehen. Aufhören, diesen Leuten zu fluchen, sondern die Leute anfangen segnen. Und segnen heisst, positiv über sie reden. Auch wenn du das Gefühl hast, das stimmt gar nicht. Der ist doch gar nicht so. Das ist doch ein Arschloch. Das ist doch nicht der liebste Mensch von der Welt. Du sagst, nein, danke Jesus, der Kollege, das ist der liebste Mensch von der Welt. Obwohl du ihn ein totales Arschloch findest. So ist das aber über ihm aussprechen, dass er der liebste Mensch ist von der Welt. Und so ist Vergehen. Bubi einfach. Und wenn du einfach dranbleibst und einfach das über dieser Person aussprichst, dass der liebste Mensch ist von der Welt, dann verändert sich dein Herz. Weil dein Herz gehört das ständig, dass der liebste Mensch ist von der Welt. Und dein Herz, genauso wie es bei dir selber fährt, von Sachen glauben, fährt es das auch über dem von glauben. Und der Typ verwandelt sich in das. Und so funktioniert Vergebung. Und so ist Vergebung einfach, weil es ist nicht unser Geist oder unser Glauben oder unser Herz, wo die Richtung verändert. Unser Herz kann nur Glauben produzieren für eine bestimmte Zeitspanne. Wir können uns zusammenreissen, Glauben haben, das geht. Aber um den Glauben aufrechterhalten, braucht es unsere Worte. Und unsere Worte bestimmen die Richtung vom Glauben. Nicht unser Herz. Unser Herz kann die Richtung nicht bestimmen. Es sind unsere Worte, die die Richtung bestimmen. Tod oder Leben stehen in der Macht der Zunge, nicht in der Macht vom Herz. Das Herz folgt dort her, wo die Zunge durchgeht. Unsere Zunge bestimmt die Richtung und das Herz folgt dieser Richtung nachher, wo unsere Zunge bestimmt. So funktioniert Glauben. Und nicht, ich streng mich wahnsinnig an zu glauben und bestimme mit meinem Herz die Richtung. Das geht nicht. Die Richtung bestimmst du mit deiner Zunge. Wenn du ein Problem hast im Leben, dann bestimmst du mit deiner Zunge, mit deinen Worten, dass der Berg von diesem Problem muss verschwinden aus deinem Leben. Das bestimmst du mit deiner Zunge. Solange wie du wie deine Zunge das Problem bekennt, wird der Berg nie fortgehen. Du musst mit deiner Zunge aufhören, das Problem zu bekennen und stattdessen das bekennen, was das Wort Gottes zu dem Problem sagt. Und dann bewegt sich der Berg fort. Also, nehmen wir ein Beispiel für das. Also, wenn hier in Nicaragua sagen die Leute oft, du darfst nicht durchlaufen, dort hat es einen Haufen Trögeln, das ist gefährlich. Und als ich dann das erste Mal gehört habe, und Gott hat mir viel gelehrt über die Macht der Zunge und über Glauben, habe ich gewusst, wenn das mein Bekenntnis wird, dort darf ich nicht durchlaufen, weil dort ist gefährlich. Da gibt es tausende Vororte in Granada, wo man dann nicht mehr durchlaufen dürfte. Am Schluss darf ich gar nie mehr durchlaufen und der Teufel produziert so viel Angst in mir, dass ich wieder zurück in die Schweiz säckle. Weil in der Schweiz ist es überall sicher, dort ist nie gefährlich, in der Schweiz. Wenn ich so anfange, darf ich dort nicht mehr durchlaufen, darf ich da nicht mehr durchlaufen, am Schluss darf ich gar nie mehr durchlaufen und muss zurück in die Schweiz. Dann habe ich gesagt, ist das, was Wort Gottes sagt, dass es dort gefährlich ist? Sagt das Wort Gottes. Also nehmen wir mal die Geschichte von Elia, oder, wo Jerusalem belagert war und der Gehasi sie die hat gesagt, Elia, schau mal die riesige Armee, die Jerusalem belagert, wir sind verloren. Oder hat der Gehasi gesagt, was hat der Elia gesagt? Der Elia hat gesagt, öffnen im Gehasi die Augen, dass er die Armee von Engeln sieht, die da oben steht, oder? Und dann hat der Herr im Gehasi die Augen geöffnet, hat er gesehen, da stehen ja doppelt so viele Engel umeinander, wie die Armee, die Jerusalem belagert. Und dann ist der Gehasi seelenruhig geworden, oder?
Aber normalerweise sehen wir ja die Engel nicht, aber die Engel sind da. Es sind doppelt so viele Engel da wie vom anderen. Es sind immer doppelt so viele Engel da. Aber ob die Engel sich einsetzen und die wirklich beschützen, oder ob sie einfach nur da stehen und Däumchen drehen, das hängt von deinen Lippen ab, das hängt von deiner Zunge ab, das bestimmst du mit deiner Zunge, ob die Engel die beschützen oder ob sie nur rumstehen. Das sind deine Worte, die das bestimmen. Und wenn du sagst, das ist gefährlich, ja, dann stehen die Engel da und sagen, du, er hat gesagt, das ist gefährlich, man könnte nichts machen. Und dann kommen Dämonen und tanzen an, oder? Und dann würden sie dem Drogeller da irgendetwas einimpfen und dann kommt der auf dich los, oder? Wenn du aber sagst, was gefährlich? Was soll denn gefährlich sein? Da stehen vier Engel um mich herum. Das ist doch nicht gefährlich. Was will denn der unbeschnittene Drogeller? Hey, die denkt, das eine der Mönchen, der mit dem ist, gegen meine vier Engel, also... Was soll gefährlich sein, sag ich. Aber du musst es herbeireden. Wenn du es nicht herbeiredest, hast du Angst, dann siehst du ja die Engel auch so nicht. Aber wenn du das aussprichst, dann sind die Engel da und beschützen dich fertig. Aber es ist wichtig zu wissen, dass eben du aus dem Wort Gottes das musst eben aussprechen. Es nützt nichts, wenn du einfach sagst, es ist doch nicht gefährlich, es sind vier Engel da. Nur allein das Bekenntnis nützt nichts, weil der Teufel wird sofort das Bekenntnis wollen abtrampeln. Und gegen dein Bekenntnis oder gegen dein Glauben gewinnt der Teufel immer. Da hast du keine Kraft. Aber wo der Teufel keine Kraft hat, gegen das Wort Gottes, hat der Teufel keine Kraft. Gegen unseren Glauben, gegen unser Bekenntnis, das kann der Teufel angreifen. Da kann er uns Angst machen, da kann er uns den Mut nehmen, da kann er uns die Hoffnung nehmen, das kann er alles machen. Aber gegen das Wort Gottes hat der Teufel keine Macht. Gegen unseren Glauben, gegen unser Wort hat er sehr wohl Macht. Aber gegen das Wort Gottes hat der Teufel nicht das Mühe Macht. Nicht das Mühe. Jesus hat gesagt, es ist einfacher, dass Himmel und Erde vergeht, als dass ein Kommeli oder ein Jota von dem Gesetz vergeht. Und das ist das, was der Teufel verloren hat. Der kann nicht ein Jota oder ein Komma von dem Gesetz abändern, der Teufel. Und wenn das Gesetz auf deinen Lippen ist, kann der Teufel nichts machen. Das ist ein Fels, wo er sich alle Zentren ausbisst, wenn das Wort Gottes auf deiner Zunge ist. Das ist so ein Fels, da kann der Teufel nichts, aber gar nichts dagegen machen. Gar nichts. Da könnt ihr nicht neu schlottern und du bist voller Panik und hast Angst und Sorgen und Zeug. Wenn das Wort Gottes über deine Lippen kommt, dann nützt alle Panik und alles Geschlotter, was der Teufel dir da haben, nützt alles nichts. Das Wort Gottes ist stärker auf deinen Lippen, da langt das Samtkörnchen Glauben in deinem Herzen. Der Teufel muss gehen, muss verreisen und eben noch so Knäu zum Schlottern macht. Er muss gehen, er muss verreisen. Er hat null Chance gegen das Wort Gottes. Und das ist unsere Waffe. Das ist eine riesen Waffe, oder? Das ist eine enorme Waffe. Und jetzt zum Thema Vergebung, vielleicht nicht so eine wichtige Waffe. Gut, man kann die Leute natürlich aus dem Wort Gottes segnen, gell? Also ich habe das mal erlebt, bei der Helga, die hat, darf zwar keine Namen erwähnen, den Namen müssen wir auch nochmal streichen. Ich habe es mal erlebt bei einer Kollegin, die hat, meine Güte, ich erzähle euch, die hat 1500 Steine Schulden gehabt. Sie hat geheißen, bis nächste Woche musst du die Schulden zahlen, also schlandisch im Gefängnis. Hey, die Frau ist verzweifelt. Und ich habe gesagt, keine Sorge, du kommst das Geld über. Ich bete dafür, dass du das Geld überkommst. Und ich habe gewusst, wieso sie das Geld überkommt, weil ich gewusst habe, was ich für eine Waffe habe. Ich habe gewusst, ich habe das Wort Gottes als Waffe und ich kann den Teufel stempeln und machen und dieser Frau Panik und Angst machen. Ich lande im Gefängnis, ich komme das Geld nicht über. Ich wusste, der Teufel hat null Brot, er hat keine Chance. Wenn ich das Wort Gottes in diese Situation hinein proklamiere, dass diese Frau das Geld überkommt, dann kommt die Frau das Geld über. Da kann der Teufel stempeln und täubeln und heulen und schreien. Die Frau kommt das Geld über, das habe ich gewusst. Und genau so habe ich gebetet. Ich habe irgendeine Bibelstelle gesucht. Ich glaube, Psalm 37, er lässt deine Gerechtigkeit aufgehen wie die Sonne und dein Recht wie der Mittag. Oder? Weil die Frau hat das Leben lang krampft. Also wenn die kein Recht gehabt hat auf die 1500 Steine, wenn eine ein Recht gehabt auf das Geld, dann die Frau. Oder? Hey, ich habe den Vers proklamiert, habe Gott gesagt, hey, du sagst das in deinem Wort, jetzt kümmerst du dich um das. Er lässt seine Gerechtigkeit aufgehen wie die Sonne und dein Recht wie der Mittag. Ich habe Gott
eine Stunde lang an den Vers erinnern. Er sagt, Gott, wenn du das jetzt nicht machst, bist du ein Lügner, dann hast du in deinem Wort gelogen. So gehe ich aber mit Gott um. Das sollte man nicht immer machen, aber ich habe gewusst, Gott hat kein Problem mit dem und er liebt ja die Frau und ich glaube, Gott hat es lustig gefunden. Ich habe ihn an das Wort erinnert. Er lässt deine Gerechtigkeit aufgehen wie die Sonne und dein Recht wie den Mittag. Ich sage euch, nach 3 Tagen sind die 1500 Steine auf dem Tisch gewesen. Also das Wort hat so eine Power. Und auch unsere Worte, wenn wir Mühe haben, jemandem zu vergeben, unsere Worte über diese Person haben viel mehr Power, als wir das denken. Wenn wir vor Gott gehen fluchen über diese Person, heisst das, dass wir dieser Person nicht vergeben haben. Und wenn wir, auch wenn wir das Gefühl haben, ich lüge weit zurück, das ist doch nicht so, die Person ist niemals so, die ist niemals so gut, wenn ich jetzt das da sage. Und wenn wir die Person einfach so positiv über die Person reden im Gebet und so positiv über diese Person aussprechen, dann sagen wir die Person, dann ist Bubi einfach dieser Person zu vergeben. Und dann kommt mein Herz das einfach glauben und liebt die Person. Und das Gleiche ist auch als Leiter, als geistlicher Leiter. Wir wissen gar nicht, was unsere Worte für eine Macht haben. Ich habe einen Jünger von mir, kann ich einen Fluch auf den legen oder ich kann den mit Sagen belegen. Und das ist so extrem wichtig. Wenn du ein Leiter bist und dir einen auf den Sack geht von deinen Jüngern, also von den Leuten, die Gott dir anvertraut hat, wenn der dir auf den Sack geht und du fährst auch von negatives Zeug über diesen Typ aussprechen, der Typ wäre besser bedient, wenn er schnurstracks aus deiner Gemeinde raus würde säckeln, er wäre besser bedient, als wenn du ihn als Leiter gehst mit Flüchen belegen. Das ist so etwas Gefährliches, wo wir als Leiter, das dürfen wir nicht machen, negativ über Leute reden, die uns anvertraut sind. Das darfst du, also das ist das Schlimmste, was du als Leiter kannst machen. Über jemanden, wo Gott dir anvertraut hat, negativ reden, das darfst du. Das ist als Leiter ein absolutes No-Go. Wo du, also, das passiert vielleicht schon, aber das ist etwas ganz Schlimmes. Das solltest du ja nicht machen. Und wenn du findest, du mit dem Typ kann ich jetzt wirklich nicht irgendwie, also dem kann ich jetzt eigentlich nicht helfen, dann muss man getrennte Wege gehen, weil du schadest als Leiter dieser Person mehr, als dass du dir hilfst. Und Sagen und Fluch ist ein ganz wichtiges Thema und spielt eben genauso auch ins Thema Vergebung ein. Es ist ganz eine wichtige Komponente beim Thema Vergebung, Sagen und Fluch. Darum sagt Jesus auch, segnet eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Oder? Und das Sagen... Segnen ist ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil vom Vergehen. Ganz wichtig. Und das habe ich jahrelang nicht gewusst. Und darum habe ich so verdammt Mühe gehabt mit Vergehen, weil ich bin fluchen zu Jesus über die Leute. Und habe Flüche gelebt über die Leute. Und die sind nachher effektiv nachher noch gemeiner gewesen mit mir, weil ich das ausgesprochen habe über diese Leute. Oder auch, also ja, zum Beispiel mit meiner Psychosegeschichte. Also für die Psychiater von mir, die jetzt hier zuhören, ich möchte euch für das um Vergebung bitten, gell, die Leute, die es betrifft. Ich möchte euch um Vergebung bitten hier auch, weil es sind schlimme Sachen, die ich ausgesprochen habe. Aber ich habe jahrelang immer geflucht über meine Psychiater. Das hat mir natürlich saumässig wehgetan, was ich überhaupt zu diesen Psychiater haben müssen gehen, weil ich bin ein gemachter Mann gewesen, ich habe ein Physikstudium gehabt. Und dann bist du Abschaum, bist du das Letzte, Hinterletzte von der Gesellschaft, bist ein Psychotiker, bist Gaga, bist ein crazy Typ. Du hörst Stimmen und hast Angst und Zeug und dann musst du noch zu so einem Psychiater. Das ist absolut, also ich bin ja eigentlich Student gewesen, habe Physikdiplom gehabt. Das ist sozusagen die oberste Stufe von der Gesellschaft. Also du bist Akademiker, bist ein gemachter Mann, oder? Das ist eigentlich die oberste Stufe von der Gesellschaft in der Schweiz, die man kann erreichen kann. Ein Physikdiplom. Also jetzt in meinen Augen dazumal ist das so gewesen und auch in vielen anderen in meinen Augen in der Schweiz, oder? Und von der obersten Stufe auf die tiefste Loch von der Gesellschaft, Psycho-Fritz. Und dann musst du zum Psychiater hören und es war so eine Demütigung für mich. Oder? Und ich habe das gehasst, dass ich zu diesen Psychiatern muss und ich habe geflucht über die. Oder? Und ich habe ausgesprochen, das nützt nicht, die sind gar nicht gläubig, die nehmen mich gar nicht ernst. Und wenn ich von der Bibel erzähle, belächeln sie mich und so. Es war eigentlich Demütigung ohne Ende. Oder? Und meine Reaktion war dann, dass ich geflucht habe über die. Und was eben auch ganz interessant ist, auch als Psychiater,
auch ein Arzt oder ein Psychiater, auch die legen Flüche auf dich, wenn du krank bist. Die meisten Leute wissen das nicht. Aber wenn ein Psychiater sagt, ja, du musst jetzt halt ein Leben lang die Medikamente nehmen, das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch, wo der Typ, der dir eigentlich helfen sollte, dir noch vollends ins Gefängnis steckt. Und so Sachen, viele Leute wissen das nicht und verstehen das nicht und werden dann aggressiv auf einen Psychiater und wissen gar nicht warum. Und fangen dann im Gegenzug, wenn man verflucht wird, die natürliche Reaktion ist, man flucht dieser Person auch wieder. Also wenn der Psychiater sagt, du wirst ein Leben lang die Medis nehmen, also im Gegenzug verfluchst du dann den Psychiater und sagst, der kommt hinten und vorne nicht raus, der hilft mir überhaupt nichts. Und das ist auch wieder ein Fluch. Wenn du sagst, der Psychiater hilft mir überhaupt nicht, der kommt hinten und vorne nicht raus, auch das ist ein Fluch. Wenn der Psychiater dich verflucht und sagt, du musst ein Leben lang Medis nehmen, im Gegenzug verfluchst du den und sagst, der kommt hinten und vorne nicht raus. Und was passiert? Wenn du nicht auf die Hinterbeine stehst und wehrst und wehrst und wehrst, musst du ein Leben lang Medis nehmen und der andere kommt hinten und vorne nicht raus. Und bei seinen Patienten. Und erzählt irgendein Kabi, sie müssen Medis nehmen und kommt hinten und vorne nicht raus, wie er diesen Leuten muss helfen, weil du ihn verflucht hast. Kommt der nicht mehr raus, wie er den Leuten muss helfen. Und da ist Vergebung ganz wichtig. Weil der Psychiater, der will doch helfen, aber weil so viele Flüche ausgesprochen werden, weil er eben auch Flüche ausspricht. Ja, sie müssen jetzt die Medis halt nehmen. Das ist ein Fluch. Wenn du sagst, es ist besser, wenn du die Medis nimmst. Und du musst es nicht immer nehmen. Du wirst wieder frei von diesen Medis. Aber jetzt im Moment ist es besser. Und wenn du kannst die entscheiden, kannst sie auch nicht nehmen, aber dann hast du die Angst und all das. Und wenn du sie nimmst, hast du im Moment Ruhe. Und dann nimmst du Schritt für Schritt das Land wieder ein, dass du die Medis wieder kannst absetzen. Wenn du so mit den Leuten redest, das ist kein Fluch. Das ist ein Rat und eine Beratung. Aber wenn du sagst, du musst es akzeptieren, dass du die Medis jetzt musst nehmen, das ist ein Fluch. Und viele Psychiater sprechen so Zeug aus und sprechen so Flüche aus und dann ernten sie auch wieder Flüche. Und dann sagt der Patient, der kommt nicht raus und dann kommen die Psychiater nicht mehr raus. Und dann sprechen sie am Laufmeter Flüche, weil sie nicht mehr rauskommen. Oder? Und erst dann, wenn man die Flüche wieder bricht und auflöst. Und da ist Vergebung ganz wichtig, gerade jetzt zum Beispiel zwischen mir und dem Psychiater. Ich muss auch von Positiven reden über die Psychiater. Danke, Jesus, für die Psychiater. Danke, dass sie mir geholfen haben. Das bisschen, was sie mir geholfen haben. Danke, dass sie mir geholfen haben. Danke, dass sie es gut gemeint haben. Danke, dass sie mir helfen wollten. Danke, dass sie mir geholfen haben. Danke, dass sie rausgekommen sind. Danke, dass sie den Durchblick haben. Danke, dass du ihnen Weisheit gibst. Danke, dass sie göttliche Weisheit haben. Das wäre das Gegenteil, von sie kommen nicht raus, sie haben göttliche Weisheit. Dann kommen sie raus, wenn sie die göttliche Weisheit haben. Danke, dass sie die göttliche Weisheit nicht verachten. Ich habe immer gesagt, wir behandeln mich wie ein Vollidiot, wenn ich mit der Bibel komme. Das ist ein Fluch. Danke, dass sie die Weisheit aus der Bibel ehren und respektieren. Und das werden sie sagen. Und dann vergib ich ihnen, dass sie mich so behandelt haben. Sobald ich sie anfange zu segnen. Oder? Und plötzlich fangen die Leute an, die Bibel respektieren. Plötzlich fangen die Leute an, du, was sagt eigentlich die Bibel zur Psychologie? Du, was sagt eigentlich Jesus? Plötzlich fangen sich die Leute an, für das interessieren. Weil ich das anfange, über ihnen aussprechen und nicht den Fluch, dass sie sich eben genau für das nicht interessieren. Denn solange ich das ausspreche, können sie das ja gar nicht. Und das ist für eine Vergebung, sind so Sachen ganz, ganz wichtig. Oder auch, gibt ein anderes Beispiel, Katholiken und die Evangelikalen da in Nicaragua, die fluchen gegenseitig übereinander. Oder nehmen wir das Beispiel von der Schweiz. Wir kennen ja die Schweiz, wir kennen Nicaragua da nicht. In der Schweiz ist es genau so. Die reformierte Kirche, also ich bin ja reformiert aufgewachsen, bin dann in eine Freikirche gewechselt. Und was da genau abgeht, die Reformierten sagen, ja, Freikirchen, das sind Sekten. Und Freikirchen sagen, ja, die reformierte Kirche, das ist keine Kirche, die sind lauwarm, das ist keine Kirche, oder? Die sind völliger, die sind sowas von lauwarm, die nehmen die Bibel nicht ernst, die lesen die Bibel nicht, die glauben einfach, was ihnen passt, oder? Ey, Leute, das sind Flüche.
aussprechen, die sind eine Sekte, ist ein Fluch. Und umgekehrt sagen, die sind Lauwand, die lesen ihre Bibel nicht, die können nicht, das sind auch Flüche. Und was passiert? Hey, es gibt viele Freikirchler, die sich wirklich sektiererisch benehmen. Sind wir ehrlich, das gibt es viele. Es gibt viele Freikirchler, die irgendwo etwas Sektiererisches an sich haben. Und schauen wir die Landeskirche an. Okay, die haben viel gute Werte, sie haben viel Liebe, sie sind lieb miteinander, in dem sind sie Profis, gell, im Liebsein miteinander. Aber wenn du mal ein Satz aus der Bibel bringst, hey, die stehen auf die Hinterbeine und rebellieren und rufen aus, was steht in der Bibel, du immer mit deiner Bibel, aber Entschuldigung, sind wir ein Kirche oder was? Und man darf nicht mit der Bibel kommen. Und dann fangen sie auch von Bibeln in Frage stellen und sagen, aber die Bibel ist doch nicht Wort. Und sie werden eine Kirche sein. Aber die Flüche sind über dieser Kirche ausgesprochen worden. 100'000 Mal hat man das über dieser Kirche ausgesprochen, dass es so ist. Die Kirche hat null Chance, sich zu verändern. Null Chance. Erst, wenn sie den anderen die Flüche vergeben. Wenn die reformierte Kirche sagt, du, wir vergeben den Brot, die Freikirchen, dass sie über uns fluchen, wir seien so lau und so. Und wenn die Freikirchen sagen, wir vergeben den Reformierten, dass sie ewig fluchen, wir seien eine Sekte. Wir sind ja keine Sekte. Oder? Und oft sind eben die Freikirchen beleidigt, sagen, ihr Affen sagen immer, wir sind eine Sekte, wir sind keine Sekte. Anstatt zu vergeben. Oder? Und die anderen sagen, gehen sie denen fluchen und mit dem zementiert sich der Fluch auf beiden Seiten. Anstatt dass die Freikirchen die reformierte Kirche sagen und sagen, was, wir sind eine Sekte, hey, ihr seid eine super Kirche, ihr habt so viel Wort, ihr respektiert so die Wort, ihr liebt Wort über alles, ihr liebt die Bibel über alles, ihr liebt, ihr respektiert Wort, ihr ehrt Wort. Das werden sagen und sprechen über die Landeskirche. Anstatt zu fluchen, wie Laumann, dass sie sind. Und dann löst sich auch der Fluch über die eigenen Kirchen auf, oder? Und es ist so wichtig zu finden, segnen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist, hast viel weniger Probleme im Leben. Und sonst bist du selber auch im Gefängnis. Wenn du über deine Finden fluchst, kommst du in die gleiche Gefängnis wie deine Finden, wo du sie reinsteckst. Einfach irgendwo in einem anderen Gebiet. Und wenn, solange wie du deine Finden segnest, bist du ein freier Mann. Oder? Und deine Finden auch. Das ist, so funktioniert Vergebung. Also, nicht vergeben heisst einen in ein Gefängnis stecken. Und wie steckt man ins Gefängnis? Mit deinen Wort. Mit deinen Wort steckst du ins Gefängnis. Oder? Und mit deinen Wort vergisst man nicht. Und mit deinen Wort vergisst man. Und mit deinen Wort holst du ihn zum Gefängnis raus. Oder? Das ist wichtig, nicht mit dem Herz. Jesus sagt zwar schon, wenn ihr jemandem vom Herzen vergebt, natürlich am Schluss vergisst mit dem Herz, aber die Worte bestimmen die Richtung, dass ich dem vergebe oder nicht. Die Worte bestimmen, wie schnell ich dem vergebe. Oder wie schnell dein Herz kehrt und der wieder anfängt, gerne hat. Das bestimmen deine Worte, wie du über die Person redest. So, ich glaube, das wäre mal der Input zum Thema Vergebung. Ich mache dann nochmal einen Input zum Thema Psychose. Ich möchte mal Zeugnis geben, wie ich von meiner Psychose frei geworden bin. Da habe ich jetzt auch ein bisschen darüber geredet, aber da möchte ich einen speziellen eigenen Input machen zu dem Thema. Für alle, die Psychose haben, Gott hat mir sehr viel gelehrt, wie man frei wird von Psychose. Ich glaube, ganz wichtige Sachen, die ich gelernt habe auf dem Weg und wo man auch relativ schnell dann von einer Psychose frei werden kann. Und das möchte ich natürlich unbedingt mitgeben. Das ist ganz, ganz eine wichtige Botschaft für alle, die Psychose haben. Okay, liebe Leute, so viel zum Thema Vergebung heute. Und eben, wie gesagt, ich bin eigentlich hier ein bisschen eine Schlaffe Nudel, um über das Thema Vergebung zu predigen, weil ich das fast also ganz schlaff umgesetzt habe. Aber ich habe jetzt hier viele Erkenntnisse bekommen und die Erkenntnisse habe ich euch mitgegeben. Zum Thema Glauben habe ich extrem viel Erkenntnis und auch viel Autorität. Da habe ich ganz viel gelernt von Gott und das kann ich weitergeben. Das setze ich auch um, das lebe ich auch. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!